Du sehnst dich nach einer Veränderung in deinem Leben. Vielleicht bist du noch nicht so ganz glücklich in einem Bereich, sei es mit deinem Seelenpartner oder auch mit deiner Seelenaufgabe. Vielleicht wünschst du dir aber auch, dein absolutes Traumleben zu leben, sprich deinen Seelenplan zu verwirklichen, weil du genau weißt, wie wichtig es gerade jetzt ist, sich damit zu beschäftigen und dir das zu erlauben, wenn du ein Teil der neuen Welt sein willst. Ja, und wie du das machst und was du dafür brauchst und wie du zur glücklichsten Schöpferin deines Lebens wirst, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Ja, moin Magic Soul, wir sind Annette und Easy, meine Seele, heute wieder live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, bevor wir jetzt ganz konkret mit deiner Veränderung starten, möchte ich dir erstmal ein neues Bewusstsein schenken. Ich meine, das ist ja schon ein ganz wichtiger Part von deiner Veränderung. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt in dem Prozess. Denn erst wenn wir uns etwas bewusst machen, können wir natürlich auch etwas ändern. Aber dieses Bewusstsein, was ich dir jetzt schenken möchte, ist eine ganz neue Sichtweise auf die Veränderung, eine ganz neue Denkweise und eine ganz neue Möglichkeit, mit Veränderungen umzugehen. Denn du weißt, Veränderungen machen uns meistens Angst. Und die möchte ich dir jetzt nehmen, so dass du eben auch für dich richtig Lust bekommst, die Schöpferin deines Lebens zu sein. Okay. Und dafür stell dir mal vor, du sitzt an deinem Computer und schreibst eine Story. Was machst du, wenn dir diese Story noch nicht gefällt? Richtig, du änderst sie. Und du änderst das so lange, bis es dir gefällt, oder? Genau. Und nun stell dir mal vor, du hast sogar ein Programm geschrieben, womit du diese Story in 3D ausdrucken kannst, sodass du sie richtig anfassen kannst. Du druckst sie aus und du merkst, das 3D-Modell, das gefällt dir noch nicht so ganz. Was machst du? Du gehst in deine Programmierung rein und änderst sie, oder? Genau. Und gibt es da irgendetwas, was dich aufhalten könnte, diese Story zu ändern? Sie so perfekt zu machen, wie sie dir richtig gefällt, wie du so richtig stolz darauf bist und sagst, guck mal, das ist meine Story. Nein. Aber wie sieht es jetzt aus mit deiner Story? Die Story, die du dir täglich erzählst, tagtäglich, deine Lebensgeschichte. Wie sieht es damit aus, wenn du sie einfach mal ändern würdest? Was kommt da gerade hoch bei dir? Ah, darf ich das überhaupt? Was werden denn die anderen sagen? Das bin ich doch nicht wert, das kann ich doch nicht einfach tun, das Leben ist doch kein Wunschkonzert, ich bin doch nicht Genie in the Bottle. Merkst du, was passiert und woher kommt das? Das kommt von unserer Gesellschaft. So sind wir groß geworden, dass wir das nicht ändern dürfen. Wir dürfen doch nicht einfach das Leben leben, was wir uns wünschen. Also ich meine, hör mal zu, wenn das jeder machen würde. So sind wir aufgewachsen, so sind die Generationen vor uns aufgewachsen. Das wurde uns weitergegeben, das wurde uns gelehrt. Sind jetzt unsere Eltern schuld? Nein, natürlich nicht. Weil du weißt ja genau, das, was du erlebt hast, gehört zu deinem Seelenplan. Aber das Spannende ist, dass du das jetzt aber ändern darfst. Und genau unsere Seelen sind jetzt gekommen auf diese Welt. Genau unsere Generation, die das Alte noch erlebt hat, dieses, wo man uns eher klein gehalten hat, sodass wir nicht in unsere wahre Größe gehen durften, wo uns das so eine Angst gemacht hat, wirklich wir selbst zu sein, um das zu verabschieden, um das Alte loszulassen, um das Neue willkommen zu heißen, denn das Neue brauchen wir für die neue Welt, wo wir endlich so sein dürfen, wie wir sind und das voller Stolz und voller Freude, wo wir endlich unser schönstes Leben leben, unseren Seelenplan, unser absolutes Traumleben. Und schau dir an, was jetzt vielleicht in deinem Leben noch nicht so hundertprozentig stimmt. Das ist deine Story, die du erzählst. Und diesen Part, den kannst du ändern. Du änderst die Programmierung, die du dir letztendlich selbst erschaffen hast. Genauso wie du am Computer auch die Programmierung ändern würdest, damit dein 3D-Storybild sozusagen perfekt wird. Und genauso kannst du das auch machen. Weil diese Programmierung, die stammt meistens aus deiner Kindheit. Und ich meine, genauso wie bei einem Computerprogramm braucht auch mal deine Programmierung sozusagen ein Update. Ich meine, guck mal, du hast dein Selbstbild in den ersten Jahren deiner Kindheit erschaffen. Wie up to date ist denn das noch? Und du weißt, wie Kinder lernen, indem sie nachahmen. Was wird ihnen vorgelebt? Und je nachdem, was dir vorgelebt wurde, was du nachgeahnt hast oder auch was du interpretiert hast, so ist deine Story. Das, was du dann erlebt hast, mit welchen Menschen du zusammen warst, was sie dir erzählt haben, auch
wie du Situationen letztendlich, wie gesagt, eingeschätzt hast, was dir wehgetan hat, wo du dich vielleicht erschrocken hast, wo du für dich Glaubenssätze entwickelt hast, wo du gesagt hast, das mache ich nie wieder oder das passiert mir nicht wieder. Und das können teilweise Dinge sein, wenn du die heute aus der Erwachsenensicht betrachtest, wo du denkst, so, was? Das war doch gar nicht so schlimm. Und da habe ich mich so erschrocken und habe mir diese Blockade aufgebaut, dass ich deswegen zum Beispiel mich nicht traue, frei vor Publikum zu sprechen oder überhaupt meine Bedürfnisse, meine Wünsche zu äußern, mich immer lieber zurückhalte, weil ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass es vielleicht gerade gar nicht so gut bei meinen Eltern ankam, weil die vielleicht gerade gestresst waren und mir nicht zugehört haben oder überhaupt dieses Gefühl nicht geliebt, richtig geliebt worden zu sein oder es nicht wert zu sein. Ich meine, wir haben alle einen Selbstwertmangel, an dem wir wunderbar arbeiten können, den wir richtig schön loslassen können. Und das Schöne ist, wenn du das für dich erstmal erkannt hast, dass du ja die Schöpferin deines Lebens bist oder der Schöpfer, dass du bestimmst, welche Programmierung du hast, weil das ist dein Filtersystem, das ist das, wie du die Welt wahrnimmst, das ist das, wie du etwas beurteilst, weil es ist erstmal alles neutral und du beurteilst, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, ob du es als positiv siehst oder eben als negativ, ob es in dein Leben kommen darf oder nicht. Ne? Du weißt das berühmte Beispiel, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und das ist das Tolle, wenn wir für uns verstehen, ach, wir müssen ja nur unsere Story ändern, damit wir uns ein neues Leben erschaffen. Das heißt auch, dass du deine Energie ändern darfst, weil wenn du deine Energie änderst, änderst du dein Leben, also wie du dich fühlst. Fühlst du dich schlecht, du weißt, Gesetz der Anziehung, ziehst du auch immer mehr davon an. Bewegst du dich mehr im Mangel, ziehst du mehr Mangel an, bewegst du dich mehr in der Fülle, ziehst du mehr Fülle an. Und das Spannende ist auch bei dieser Story, die wir uns tagtäglich erzählen, das ist ja auch die Story, die wir irgendwann angenommen haben. Das ist die Story, die man uns selbst auch erzählt hat als Kind. Ne? Wo ich gerade drüber gesprochen habe, vielleicht du bist es nicht wert oder guck dir die anderen an, die können das viel besser. Diese ganzen Dinge, wo wir auch verglichen wurden. Und viele von uns wurden auch viel zu wenig gelobt in dem, was sie gemacht haben und gestärkt oder bestärkt in dem, was sie so gut können. Aber die Story von unserer Kindheit her, nach der leben wir immer noch. Die erzählen wir uns immer noch tagtäglich. Sicherlich haben wir mal das ein oder andere geändert. Aber es ist wirklich faszinierend, wenn du dir deine Story mal wirklich ganz bewusst anguckst. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über das Leben? Wie fühlst du dich? Weil alles bestimmst du mit deiner Story. Und wenn du dir mal überlegst, wie Kinder aufwachsen oder warum es so wichtig ist für Kinder, dass sie im Außen geliebt werden, weil du weißt, wir definieren uns ganz, ganz viel über das Außen. Es ist so, wir kommen auf diese Welt voller Neugierde und voller Reinheit und so offen. Aber wir brauchen die Fürsorge von unseren Eltern. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen all das, um zu überleben. Und darum ist uns das so, so wichtig, dass wir anfangen, uns zu verbiegen, um den anderen zu gefallen, weil die bestimmen, ob wir gut sind oder nicht. Die bestimmen, ob wir geliebt werden oder nicht. Das können wir, wenn wir klein sind, noch nicht. Und so entsteht unsere Story im Außen. Dann kommt noch die ganze Gesellschaft hinzu mit ihren ganzen Auflagen und wie man dies machen muss und das. Man macht das so und man macht das so. So, dass wir richtig schön geformt werden, um uns in dieser Gesellschaft zurechtzufinden und mitzulaufen in dieser Gesellschaft. Aber das hört jetzt auf, weil die alte Gesellschaft, die löst sich jetzt auf. Wir dürfen uns jetzt eine neue Gesellschaft erschaffen, aber da, wo wir frei sein dürfen. Da, wo wir so sein dürfen, wie wir sind. Ist das nicht cool? Ach, I love it. Und wie gesagt, deine Seele ist hier inkarniert, um genau diese Transformation mit dir zu starten. Genau diesen Weg in die neue Welt. So, nun wollen wir aber mal schauen, wie kannst du jetzt deine Story ändern? Und zwar, dass du deine Story so wandelst, dass du sie richtig cool findest und damit dein schönstes Leben lebst oder den Bereich, der noch nicht perfekt ist, sozusagen, dass du den so veränderst, dass du richtig Bock hast, ihn zu leben. Indem du dir als erstes natürlich bewusst machst, was will ich eigentlich? Was ist deine Vision von deiner Story? Welche Story möchtest du dir tagtäglich erzählen?
Weil das machen die wenigsten. Sie wissen zwar, was ihnen nicht gefällt, aber was ihnen gefällt, das ist ja schon mal gut, wenn du weißt, was dir nicht gefällt. Aber wichtig ist, dass du weißt, was dir gefällt, damit du deinen Fokus ändern kannst. Weg von dem, was dir nicht gefällt, sondern dahin, was dir gefällt. Weil du weißt ja, da, alles ist Energie und da, wo dein Fokus ist, da fließt deine Energie und das ziehst du an. Und dann kann sich das ja auch zeigen in 3D sozusagen, weil das hat deine Seele ja letztendlich schon für dich kreiert. Das ist ja schon alles da. Weil wenn es ein Herzenswunsch von dir ist, und darum hast du ja auch diese Herzenswünsche, die bekommst du ja von deiner Seele, dass du etwas veränderst, dass du auf ein neues Level kommst. Dafür sind die kreiert, diese Herzenswünsche, damit du das auch leben darfst. Ist das nicht toll, weil wir sind ja hier, um zu wachsen und zu reifen und nicht stehen zu bleiben sozusagen, um uns klein zu halten. Deine Seele ist hier, um groß zu sein. Und das ist was etwas ganz, ganz Wundervolles. Auch, dass wir uns die wahre Größe überhaupt erlauben. Das heißt, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass du anfängst, dir das zu erlauben. Dir zu erlauben, überhaupt eine Vision zu haben, dir zu erlauben, groß zu träumen, dir zu erlauben, wow, ich möchte jetzt etwas ändern und ich ändere jetzt etwas und zwar so, wie es mir gefällt. Genauso wie am Anfang in der Story, die du dir schreibst am Computer, genauso darfst du jetzt auch verändern. Und zwar so, wie es dir gefällt. Das heißt, du brauchst eine Vision, du brauchst eine Klarheit, was du willst, um dann natürlich auch dann zu schauen, was passt denn überhaupt zu meiner Vision, die ich habe. Weil ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist ja, dass du eben dadurch auch deine Programmierung änderst. Weil deine Programmierung ist ja das, auf was du denkst, was dein Mindset ist, das, was du fühlst. Und Gedanken und Gefühle sind ja dieses Ping-Pong-Spiel. Das heißt, schaffe dir erstmal entweder neuen Gedanken oder neue Gefühle, wie auch immer, weil dann fängst du alles an zu verändern, weil dann fängst du auch an, deine Energie zu verändern. Das heißt, was will ich? Was wünsche ich mir? Wie darf ich jetzt denken? Weil sofern du dir dadurch bewusst machst und dir natürlich auch nochmal für dich selbst sagst, zu welcher Version muss ich denn werden, um das auch leben, oder darf ich denn werden, um das leben zu dürfen? Weil mit deiner alten Version lebst du das, was du jetzt lebst. Das heißt, du musst zu, oder darfst zu einer neuen Version werden, die das eben leben darf, deine Story. Und das Spannende ist ja, dass die Version, die diese Story, die von deinem Herzen kommt, die deinem Seelenplan entspricht, das bist du. Das vorher war zwar ein Teil von dir, aber das ist nicht die Version, warum du auf diese Welt gekommen bist. Weil dann lebst du wirklich dein schönstes Leben. Weil das ist ja das Spannende, weil dann lebst du im Einklang mit deiner Seele. Und das macht dich glücklich. Und das erfüllt dich. Also, welche Gedanken passen gar nicht in deine neue Story? Welche Gefühle passen gar nicht in deine neue Story? Und dann eben, welche Gedanken und welche Gefühle passen? Wie bewegst du dich? Wie entscheidest du dich in deiner neuen Story? Und du wirst dadurch alles verändern. Und das machst du Step by Step. Und genieße diesen Prozess, weil dieser Prozess hilft dir, zu der Version zu werden, die du dafür sein darfst, nämlich immer mehr du selbst. Und du darfst jetzt aufräumen und du glaubst gar nicht, wie faszinierend das immer ist, wenn ich mit meinen Kunden in der Selbstermächtigungssession arbeite. Das ist so spannend, an die Wurzel zu gehen, zu gucken, was war da eigentlich damals passiert? Warum habe ich diesen Glaubenssatz? Warum habe ich diese Blockade? Letztendlich wollen sie dich nur schützen. Deine inneren Beschützer, wie ich sie auch immer so gerne nenne. Aber jetzt bist du groß, jetzt brauchst du sie nicht mehr. Und das sozusagen aufzuspüren und an der Wurzel zu packen und zu verändern und da Leichtigkeit reinzubringen und das so zu verändern, wie du es dir wünschst, nimmt all die Schwere von der Vergangenheit. Und sie hängt nicht mehr an dir. Du schleppst es nicht mehr mit dir rum. Sie ist nicht mehr in deinem Rucksack sozusagen, sondern du kannst dich davon befreien. Das ist so eine Befreiung. Das glaubst du überhaupt nicht, weil du damit auch den Weg frei machst für das, was du dir letztendlich wünschst. Und dann, was ich auch immer faszinierend finde, ist, wie du damit deine Energie veränderst. Und vor allen Dingen können dadurch ja ganz neue Möglichkeiten in dein Leben kommen, die dich ja supporten, um einfach deine neue Story zu leben. Und ich meine, stell dir mal vor, du wachst morgens auf und hast eine völlig neue Story, die du dir erzählst. Wie cool dein Tag ist, wie toll du bist, was du alles Tolles machst, wie lebenswert du bist und all diese ganzen. Stell dir mal vor, wie sich dadurch dein Leben verändern wird, wie du dich fühlen würdest und welche positiven Vibes du auch ins Außen geben kannst sozusagen, wie du damit positiv dein Umfeld beeinflusst und
welchen Mehrwert du damit gibst, weil du dich einfach so gut fühlst, weil du deine Story geändert hast, die Story, die ja schon lange nicht mehr stimmt, sondern die damals mal war oder die du für dich interpretiert hast, wie sie sein sollte, damit du vielleicht anderen gefallen solltest. Aber jetzt geht's um die Wahrhaftigkeit, um dich, um deine wahre und wahrhaftige Story, die du dir tagtäglich erzählen kannst, damit du endlich das leben kannst, warum deine Seele gekommen ist. So, und dann hau noch einen oben drauf und geh in die Dankbarkeit. Weil damit ziehst du deine Zukunft schon mal ins Hier und Jetzt. Weil wenn du für etwas dankbar bist, dann ist es ja jetzt da. Und wie gesagt, deine Seele hat alles vorbereitet. Es ist alles da. Du darfst jetzt die Tür oder das Tor dazu öffnen mit deiner Programmierung, indem du deine Programmierung änderst, dein Filtersystem, weil alles fließt durch dich. Und so siehst du auch die Realität. Also ändere das, dein Filtersystem, und du wirst eine völlig neue Realität erschaffen und sehen. Und du wirst sehen, wie viel Freude das macht, wirklich dich als Schöpferin zu sehen für dein Leben, dass dir nicht mehr das Leben passiert, sondern dass du dein Leben gestaltest. Und das wird dich so glücklich machen. Es ist wirklich immer wieder faszinierend. Und ich kann es dir wirklich von ganzem Herzen empfehlen, dass du dir das erlaubst. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn du deine Story ändern möchtest, dass du dir das erlaubst. Und wir erlauben uns noch viel zu wenig in unserem Leben. Dabei sind wir die Bestimmer unseres Lebens. Wir bestimmen, ob wir uns das erlauben dürfen oder nicht. Nicht die anderen, nicht das im Außen. Ja, es kann passieren, dass es jemandem nicht gefällt, wenn du deine Story änderst. Es kann passieren, dass sich jemand von dir abwendet und sagt, ach nee, ich mag aber die alte lieber oder so. Ja, weil vielleicht die Person einfach noch nicht so weit ist. Vielleicht kannst du ihr aber auch damit zeigen, wenn du anfängst, deine neue Story zu leben und sie merkt, wie glücklich du bist, dass sie sagt, was hast du gemacht, das will ich auch. Und du ihr dann zeigen kannst, wie das geht. Und was ich so faszinierend finde, ist wirklich, wenn wir für uns erkennen, welche Macht wir haben und welche Schöpfer wir sind. Und das merke ich auch immer wieder mit meinen Kundinnen beim Seelenplan. Wenn wir den gemeinsam gestalten und kreieren, beziehungsweise wenn sie ihre Seele kennenlernen, ihren Namen, was ihre Seelenaufgabe ist und gemeinsam mit ihrer Seele ihren Seelenplan erschaffen, sozusagen, den ins Leben zu erwecken und anfangen, die Seele zu verstehen, mit ihr zu kommunizieren, sich von ihrer Seele führen zu lassen. Das ist ein völlig neues Leben, was du dir schenkst. Das mache ich auch und das kann ich wirklich nur, oh, das ist so genial, das ist einfach so toll. Wie sieht's aus? Hast du Lust bekommen? Eine richtig glückliche Schöpferin oder eben ein richtig glücklicher Schöpfer deines Lebens zu sein und deine Story zu ändern? Und gibt es da jetzt noch irgendjemand, der dich aufhalten kann? Deine Story zu ändern, denk an den Computer, denk an die Programmierung. Du hast dein Programm geschrieben, du kannst auch deine Programmierung ändern. Ist das nicht cool, was du alles kannst? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon mega gespannt drauf, was bei dir passiert ist. Vielleicht haben sich auch Ängste oder Blockaden gemeldet. Wunderbar, welche Glaubenssätze sich gezeigt haben. Ich meine, wie cool ist das denn? Das ist gerade so genial, dass die sich so extrem zeigen, damit du dir das bewusst machst, damit du sie heilen kannst und verändern kannst, weil darum zeigen sie sich ja. Auch die ganzen Herausforderungen, von denen hatte ich ja neulich auch gesprochen, wie wichtig die sind, weil wir jetzt wirklich aufräumen dürfen, um wirklich uns die Story zu erzählen, die wirklich zu uns passt, um die Story unseres Lebens zu leben, nämlich unseren Seelenplan. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part, wenn du anfängst, deine Story zu verändern. Und wie gesagt, du kannst sie so lange verändern, bis du das Gefühl hast, jetzt stimmt's, jetzt habe ich richtig Bock drauf, diese Story mir jeden Tag zu erzählen und zu leben. Wie möchtest du dich fühlen? Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, wenn du in die Veränderung gehst, dass du ins Fühlen kommst. Weil, wenn du fühlst, veränderst du deine Energie. Und wenn du deine Energie veränderst, veränderst du dein Leben. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei deiner Story. Ich weiß, sie wird mega, mega, mega cool. Und wenn du Lust hast, schreib mal einen kleinen, wichtigen Part in die Kommentare, dass wir dich dafür schon feiern können. Von mir gibt es jetzt schon mal einen High Five. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao for now. We love you. Du bist Magic. Deine Annette und Easy.